Freibadpommes zu essen. Und ich habe dann dieses Lied geschrieben, Freibadpommes. Und lustigerweise, als es hochgeladen wurde bei Spotify, habe ich gesucht und dann findet man Freibadpommes, Kapelle Petra. Habe ich gedacht, oh, das ist dann doof gelaufen. Aber was wirklich schlimm war, Sarah Connor hat auch ein Lied, Freibadpommes. Keine Freibadpommes, oder? Kommt denn einer von euch hier vom Phoenixsee oder so? Nein. Nee, ne?